Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live. Das Jahr nähert sich dem Ende. Sie sind wahrscheinlich gerade beim Christbaum aufputzen oder Kekse essen oder Punsch trinken. Auf jeden Fall hoffentlich in vorweihnachtlicher Stimmung. Und um Sie sozusagen jetzt endgültig in Weihnachtsstimmung zu bringen, zum letzten Mal vor Weihnachten in diesem Jahr, unsere beiden Insider Peter Westenthaler und Josef Czaap. Hallo. Und ich würde sagen, wir starten gleich einmal ein bisschen, indem wir dieses Jahr, dieses extrem ereignisreiche Jahr 2020 Revue passieren lassen. Herr Czaap, was war denn das für ein Jahr? War das das reine Corona-Jahr? Oder wie wird das in Erinnerung bleiben? Es wird in Erinnerung bleiben, natürlich, als Corona-Jahr. Und wie wir uns damit auseinandergesetzt haben und was die Wissenschaft alles schaffen kann oder nicht schaffen kann. Und wofür die Politik bereit ist, auch so traurige Anlässe wie eine Virusinfektion oder eine Pandemie dann zu nutzen, um letztlich auch ihre Vorstellungen von Einschränkung von Grundrechten und von demokratischen Freiheiten so quasi mit dabei zu verknüpfen. Also da gibt es sehr vieles, was sicherlich in dem Jahr eine große Rolle, das große Hauptthema war nicht nur Corona, es war die amerikanische Wahl, ja, dass man endlich den Herrn Trump abgewählt hat, der sich zwar gewehrt hat, dass fast zur Zerstörung der amerikanischen Verfassung geführt hätte. Also das und Biden jetzt am 20. Jänner angelobt wird, also das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt. Und es gibt uns schon die Gelegenheit über Türkis-Grün und was sie so in einem Jahr eigentlich so für, was sie zusammengebracht oder nicht zusammengebracht haben. Und da kommt meine Analyse ziemlich negativ heraus, weil sie zwar Überschriften und Kommunikation und Kontrolle aller Botschaften, aber dann letztlich, was dann bei den Menschen unmittelbar angekommen ist, das war großteils doch enttäuschend. Ja, und das sieht man jetzt auch in den Umfragen. Ich würde sagen, wir gehen dann eh Punkt für Punkt durch. Zuerst ganz generell 2020, was bleibt über von diesem Jahr? Ja, leider kann man nur negativ bilanzieren. Ich würde den Titel geben, dieses Jahr, das war das Jahr der Angst. Ich glaube, dass viele Menschen Angst hatten in diesem Jahr und zur Angst, das Gefühl der Angst, der Ohnmacht, aber auch der Verunsicherung. Nicht nur, was die unmittelbare Gefahr eines anfangs ja völlig unerforschten Viruses anbelangt und einer Krankheit oder einer möglichen schweren Krankheit bis hin zum Tod, sondern vor allem viele Menschen haben Angst um ihre Arbeitsplätze, um ihr Fortkommen, um ihre Familie, um ihr Einkommen. Das heißt, ich glaube, dass das ein bisschen überbleiben wird und dass wir ja in den Jahren zuvor oft einmal in einer Schnelligkeit gelebt haben, kommunikativ, aber auch in unserem Berufsleben, sogar privat, wo wir dieses Gefühl Angst und Verunsicherung nicht so sehr gespürt haben. Und ich glaube, dass auch viele Menschen wieder geerdeter geworden sind, die vielleicht ein bisschen geschwebt sind, da meine ich jetzt natürlich auch die Politiker möglicherweise, aber viele auch, die das Monetäre, das Materielle in den Vordergrund gestellt haben und eigentlich in diesem Jahr durch Lockdowns, durch Zwang, durch nicht mehr frei sein, auch gemerkt haben, dass materiell und monetär nicht immer an erster Stelle stehen muss, sondern dass in erster Linie Gesundheit, Familie, soziale Sicherheit an erster Stelle stehen soll. Und ich glaube, das wird dieses Gefühl, es wird nicht überbleiben, das war das Corona-Jahr, weil das will schon keiner mehr hören, sondern es wird ein Gefühl überbleiben und all die Menschen, die dieses Jahr bewusst miterlebt haben, werden sich in den nächsten Jahren leider negativ an dieses Gefühl erinnern und dann hoffen wir, dass das ab 2021 aufwärts wieder ins Positive geht. Ich muss nur sagen, Corona hat ja alles im Würgegriff gehabt. Dieses Jahr, es hat vieles verändert, es hat vor allem aber auch die Politik verändert und extrem geprägt dieses Jahr. Vieles ist politisch passiert 2020, was man 2019 oder davor nicht für möglich gehalten hätte. Stichwort Lockdowns, Stichwort Eingriff in unsere Freiheiten, teilweise Verordnungschaos etc. Wie sieht es da aus? Wie sehen Sie das, was da politisch passiert ist dieses Jahr, vor allem auch in Österreich? Also es gibt zwei Vergleiche. Der eine Vergleich ist, Flugzeuge, moderne Flugzeuge haben einen automatischen Piloten und erst wenn wirklich Krisensituationen sind, dann geht es runter und dann muss der Pilot wirklich bestehen, ja? Wenn ein Fehler im Flugzeug ist oder ein besonderes Schlechtwetter und so weiter. Und bei der Regierung, die am Anfang den Eindruck erweckt hat, also bei Schönwetter, da werden wir Österreich
umgestalten, das wird es ein bisschen noch liberaler machen und was auch immer der Plan war, Klimawandel und was sie halt angekündigt haben in ihrer Regierungserklärung. Und kaum kam die Pandemie, kam der Virus, begannen sie eine Kette von Fehlern. Ja, bis hin zur Zerstörung der Wirtschaft, bis hin, dass wir fast 1 Million Arbeitslose und Kurzarbeiter haben. Also letztlich sind sie nicht krisenfest auch. Ja. Sie haben auch nicht erkannt, das, was du vorhin gesagt hast, diese vielen Ängste, die es da gibt, maximal die, dass sie es noch geschürt auch noch haben, ja, und das auch noch nutzen wollten für sich innenpolitisch. Also das ist eine Erkenntnis, die man in dem Zusammenhang, glaube ich, sehr deutlich sehen muss und wo ich eigentlich sehr, sehr teile mit vielen auch eine gewisse Enttäuschung, die sich da breit gemacht hat, weil sie das eben nicht gekonnt haben und auch sich weigern, hier einzusehen, was hier die richtigen Schritte wären. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der dabei eine ganz entscheidende Rolle spielt. Lockdowns, den Begriff hat keiner gekannt vorher. Ja, drei Lockdowns. Ja. Jedes Mal wird irgendetwas angekündigt, dann kommt wieder der Lockdown, dann hat das wieder einen Nachteil für den Handel, dann wird wieder die Gastronomie gequält, dann wird wieder der Tourismus gequält. Und es ist irgendwie, wie soll man sagen, diese Hoffnungsperspektive, die war nicht da und die brauchen wir aber, dass es so etwas gibt, wie ich sage, es gibt ein Beispiel, der liebe Augustin, ja, da gibt es viele auf der Straße, die verkaufen sogar so eine Zeitung, das ist diese berühmte Persönlichkeit, die während der Pestepidemie, die Pestgrube eingeflogen ist, sie nicht angesteckt hat da drin, weil er rausgekraxelt ist und weitergelebt hat. Das ist die Bevölkerung, die österreichische Bevölkerung kann kämpfen. Die kann wirklich kämpfen und die zeigt auch, dass sie letztlich optimistischer und zukunftsfitter ist als die Regierung. Und daher wird die Regierung kein langes Leben haben. Jetzt haben wir auch oft in diesem Studio analysiert, im Speziellen Sie beide, dass die Regierung eigentlich am Anfang vieles richtig gemacht hat und dass dann aber sukzessive immer mehr Fehler passiert sind. Was war denn der Moment, Ihrer Meinung nach, jetzt retrospektiv betrachtet, wo das Ganze gekippt ist, wo die Kommunikation dann nicht mehr so reibungslos gelaufen ist? Naja, es ist öfter gekippt, es war nicht nur einmal. Ich glaube, es muss eines der Regierung zugutehalten, und zwar am Beginn in der ersten Phase, man kannte das Ding einfach nicht, das muss man jetzt einmal so ehrlich sagen, haben wir aber auch immer zugestanden. Und wahrscheinlich, egal wer an der Macht gewesen wäre, wer in der Regierung gewesen wäre, jeder hätte sich schwer getan. Und das haben sich auch alle Länder, es gibt ja keine Ausnahme, es haben ja alle Länder sich schwer getan. Wenn man heute vor einem Jahr, muss man sich einmal vorstellen, knapp vor Weihnachten, den Menschen gesagt hätte, es wird jetzt in Kürze ein Ausgangsverbot auf euch zukommen, ihr dürft nicht mehr rausgehen, ihr dürft nicht mehr eure Freizeit in vollen Zügen genießen, nicht mehr in einen Fußballstadion, nicht mehr in ein Theater gehen. Es werden euch Politiker untersagen, eure Lieblingsfeiertage, Ostern und Weihnachten, in der Form zu feiern, wie ihr es wollt. Die hätten uns für verrückt erklärt. Also das ist ja unfassbar, was in dem Jahr alles passiert ist. Ich glaube aber, dass die Stimmung gekippt ist, ab dem Zeitpunkt, wo die Regierung die Angst- und Panikmache überzogen hat. Sie hat hier nicht die Dosis gefunden, die Dosis zwischen einer ordentlichen Information für die Menschen, sie auch zu warnen vor Entwicklungen, das ist ja alles okay, aber die Grenze zu überschreiten zu Angst und Panik. Und da bleibt ein Satz in Erinnerung in diesem Jahr, der lautet, es wird hunderttausende Tote geben, die heute halt der Herr Bundeskanzler Kurz leider sehr ungeprüft von dem einen oder anderen Mathematiker, es waren am Anfang die Experten, es waren nicht die Virologen, es waren die Mathematiker, erinnern wir uns, die irgendwelche Kurven ausgerechnet haben und dann in Wahrheit die Politiker damit eingetheatert haben und die ums Ungeprüfte übernommen. Oder der Satz, es wird jemanden kennen, der an Corona verstorben ist, das trifft halt auch nicht zu, obwohl wir es ja leider jetzt 5000 Tote haben. Aber ich glaube, dass da viel Lernen dabei war, aber jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ein Lernprozess, eine Regierung ist halt kein Lehrlingsausbildungscamp, wo man lernen kann, sondern eigentlich sollten dort Menschen sitzen, die sich die besten Experten holen und dann die besten Entscheidungen treffen. Und mit dem Zeitpunkt der überzogenen Verbieterei und Angstmache ist die Stimmung dann vor allem im Herbst meiner Meinung nach gekippt. Der erste Lockdown ist völlig problemlos auch akzeptiert worden. Wir erinnern uns an die leeren Städte. Das war ja unfassbar, diese Bilder. Und dann hat man aber gemerkt, das nutzt nichts. Jetzt gibt es dann einen Soft-Lockdown, einen Hard-Lockdown. Dann haben wir einen harten Lockdown jetzt im Oktober gemacht und hinter uns gebracht. Und auf einmal kommt schon wieder ein Lockdown daher, wohl die Zahlen eh senken. Das heißt, das ist etwas, wo die Regierung sehr viel Glaubwürdigkeit verspielt hat, mit falschen Prognosen, mit Fehleinschätzungen und das ist für mich das Hauptargument, mit völlig fehlender Empathie. Das heißt,
Die Regierenden konnten sich nicht in die Situation der Menschen, wie man so schön sagt, der kleinen Leute hineinversetzen, wie es denen geht, wenn die zu Hause eingesperrt sitzen und um ihren Arbeitsplatz kämpfen, Einkommensverluste haben und trotzdem ihre Familie ernähren müssen. Und ob das jetzt der kleine Handwerker ist, der ja, das habe ich jetzt erst gehört von jemandem, der mir das geschrieben hat, das muss ich mir vorstellen, diesen Aspekt haben wir noch gar nicht beleuchtet, dass viele Handwerker, Fliesenleger, Maurer, die hat man in die Kurzarbeit geschickt und die mussten aber trotzdem voll arbeiten gehen und haben aber weniger Geld verdient und haben bei den Menschen die Arbeiten zu Hause gemacht, wo sie sich möglicherweise angesteckt haben. Also das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Wir reden über die Gastro, wir reden über den Handel in jeder Sendung, aber über die kleinen Handwerker, über die kleinen Arbeiter, die einerseits in Gefahr wo sich selbst bringen mussten, weil sie der Arbeitgeber hingeschickt hat und zweitens trotzdem sehr wenig Geld verdient haben und heute am Jahresende dastehen und vielleicht sich nicht einmal Weihnachtsgeschenke leisten können. Diese Empathie fehlt in einer Regierung. Ich bin der Meinung, das Wichtigste, was ein Politiker haben muss, gerade in Krisenzeiten, ist Empathie. Er muss wissen, wie die Menschen leben, wie sie in der Krise leben und dann die richtigen Entscheidungen treffen. War es der Herbst? Der Peter Westner hat gesagt, so mit Ende Sommer, Anfang Herbst ist das Ganze endgültig gekippt bei der Bevölkerung, jetzt was die Stimmungslage und so angeht. Sehen Sie das auch so oder war es schon vielleicht ein bisschen früher? Bereits ab dem ersten Lockdown, schon über den gesamten Zeitraum. Und es gibt einfach Krisengewinner und Krisenverlierer. Ja, und das ist innerhalb, das hast du auch beobachten können, innerhalb des Handels zum Beispiel, innerhalb der Unternehmungen, ja, wo die gesagt haben, wieso kriegt der das, wieso kriegt das jetzt schon, wieso kriegt der gar nichts, wieso krieg ich so wenig. Also das hat schon eine ziemliche Entsolidarisierung geführt. Ja, da haben die noch so viel in ihrer Propaganda mit, denk an dich, denk an mich und so weiter. Also das hast du auch unter den Arbeitnehmern beobachten können. Ja. Wie du richtig sagst, der kriegt die Kurzarbeit zahlt und wird also ausdrückt wie eine Zitrone. Ja. Also Krisengewinner, Krisenverlierer. Und da gibt es ein paar, die gewinnen, weil da sind neue Industrien entstanden, wahrscheinlich die Maskenproduzenten werden zu den großen Gewinner gehören oder die Testproduzenten oder was auch immer. Ja. So, ich will damit nur sagen, dass das zu einer Mehrfachspaltung in der Gesellschaft geführt hat. Und das siehst du dann auch in den Umfragen. Ne. Also ein Teil findet nur immer das halbwegs, dass man da jetzt was tun soll und von mir aus bleiben wir jetzt alle daheim und so. Wobei auch die nicht mehr diese ganz strengen Maßnahmen, die wir so quasi Hausarrest sind, ja, hier teilen. Und dann gibt es einen Teil, ein Wachsender, fast gleich stark, der sagt, das will ich alles nicht mehr. Ja, die versprechen zum 37. Mal Licht am Ende des Tunnels, es kommt nicht. Ja. Die haben schon Einreisebeschränkungen und trotzdem ist es da und so weiter. Also du hast hier eine Mehrfachspaltung und das hat die Regierung natürlich nicht gesehen und die hat natürlich auch, das hast du ja, wenn die vier apokalyptischen Reiter aufmarschiert sind zu den Pressekonferenzen, eine Empathie habe ich dort keine gemerkt. Dort wirst du eine statistische Größe. Ja? Also so viele Neuinfektionen, so viele Genesene, da wird einfach nur in einer Sprache, die man bei einer, ja, was weiß ich, wenn ich die Ergebnisse einer Firma dort präsentiere, aber da nicht, wo es um Menschenleben geht, wo es um Schicksale geht, wo Leute jetzt zu Weihnachten nicht wissen, wie wird das nächste Jahr, wer einen Job haben, wo manche Angst haben, was, nicht nur was die Gesundheit betrifft, auch ihre soziale Situation und auch viele an Kontaktarmut und Vereinsamung leiden. Ja? Und das hat die Regierung, die das Gefühl nicht hat, ja? was die richtigen Worte sind. Ja? Was er gesagt hat, dass ich fast schon übernommen. Ja? Also wir machen das jetzt alles, damit wir ein Weihnachten in Würde haben. Ja? Ist okay. Ja? Ich habe nichts gegen diese Formulierung. Aber nur, du merkst bei ihm seine Kälte. Ja, er streut eine unfassbare Kälte aus. Ja. Trotz mir jetzt. Du musst das ergänzen, was du sagst. Was mir ins Mark und Bein gestochen ist, war der Herr Innenminister Nehammer, der bei dieser anderen Pressekonferenz, wo der Lockdown verkündet wird, wortwörtlich gesagt hat: Wir ermöglichen euch, dass ihr Weihnachten feiern dürft. Ja, ja, also, wo sind wir denn? Es ist ja gönnerhaft. Weihnachten feiern. Ich meine, das ist. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, er wird auch den Impfstoff selber präsentieren. Er wird mit der Impfstoffdosen aufmarschieren. Wir sagen, hier, diese Dose mache ich euch zum Weihnachtsgeschenk. Ja, Klammer, ihr wisst das nicht, aber an der Entwicklung habe ich auch heimlich mitgewirkt, begleitend, motivierend, ja, Klammer zu. Also er ist der Erlöser. Und diese Erlösernummer wird nicht mehr akzeptiert. Erst einmal ist das
unglaubwürdig. Zweitens einmal, wenn man diese Erwecker-Geschichte, ja, keiner will das mehr, die werden jetzt alle nur mehr, die wollen immer ins normale Leben endlich zurück. Ja? Und du siehst ja, wie das immer weiter hinausgeht. Ne? Also jetzt werden wir im Sommer ins normale Leben und dann Dings und jetzt kommen 9700 Dosen, das ist zwar nicht viel, aber dann kommen mehr Dosen. Also da geht es da kreuz und quer durch. Und das, was Schlimme ist, ist diese Hü-Hot-Politik, die sie haben. Ja? Einmal Hü, einmal Hot. Einmal nach vorn, einmal wieder zurück. Einmal hell, einmal dunkel. Das ist, der Österreicher kriegt kalt, warm. Wie in einer strengen Kammer. Ja? Einmal zack und dann wieder raus mit dir. Und jetzt kommst du wieder rein. Und so geht es. Und der Nehammer ist dieses Beispiel dafür, mit seiner Art, wie er Politik gestaltet. Und ich glaube, um das noch zu ergänzen, was natürlich zu einem totalen Vertrauensverlust geführt hat, das muss man jetzt einmal sagen, ist dieses unglaubliche Gesetzes- und Verordnungschaos dieser Regierung. Denn ab dem Zeitpunkt, wo angefangen hat, ist ein bisschen mit dem Osterlass, an den wir uns noch alle sattsam erinnern, wo man uns Ostern verbieten wollte in Wahrheit und wo geregelt worden ist, wer in privaten Wohnungen sein darf und wer nicht, was sich dann als verfassungswidrig natürlich herausgestellt hat. Geht übrigens bis heute die Diskussion. Aber da hat die Bevölkerung insofern das Vertrauen verloren, weil plötzlich sich jeder gefragt hat, können die das überhaupt? Die Frage ist gestellt worden, so einen Lockdown verhängen, alle bleiben zu Hause, wir sperren alles zu, ist ja relativ einfach. Aber können die das, und wenn wir schon vom Handwerk des kleinen Handwerkers gesprochen haben, muss man jetzt einmal vom Handwerk des Politikers sprechen, bestehen die überhaupt so eine Krise, indem sie handwerklich auch gesetzeskonform Verordnungen und Gesetze umsetzen können? Und da war bezeichnend, dass der Verfassungsgerichtshof natürlich sofort die zentralen Gesetze dieser Regierung ein paar Wochen später aufgehoben hat. Wir erinnern uns, die vier Gründe, wo wir hinausgehen, der verfassungswidrig. Der Osterlass war verfassungswidrig. Und es ist ja keine Woche vergangen, wo aus dem Gesundheitsministerium nicht irgendeine falsche, windige Verordnung daherkommen ist, die am Ende nicht gehalten hat. Und das zieht sich bis heute. Der aktuellste Beispiel ist ein völlig verdutzter und ratloser Gesundheitsminister, gestern bei euch, bei Ihrem Vater, aber auch in der ZIP 2 beim Armin Wolf, der heute drei Wochen vor dem Ende oder vier Wochen vor dem Ende des Lockdowns im Jänner nicht einmal weiß, wie das mit dem Freitesten funktioniert, weil er schon langsam draufkommt, das wird nicht gehen. Das wird nicht funktionieren. Das ist rechtswidrig, das ist eine Schnapsidee. Und dass man nicht in zwei Tagen 6-7 Millionen Menschen testen kann, die sich dann freitesten müssen, weil sie sonst weiter eingesperrt bleiben, das funktioniert nicht. Ich kann nicht Menschen, gesunde Menschen gegen ihren Willen, nur weil sie sich nicht testen lassen wollen, einsperren. Das funktioniert nicht. Jetzt weiß niemand, wer kontrolliert das. Der Anschober sagt allen Ernstes in seinen Interviews, das müssen jetzt die Wirten dann machen oder die Theaterbetreiber oder die Stadionbetreiber, währenddessen die ÖVP, die Köstinger sagt, na, das macht die Polizei. Also das Wirrwarr setzt sich bis zum Ende des Jahres durch und das ist dann Vertrauensverlust pur. Zynischer Umgang mit der Verfassung und mit dem Gesetz, mit den Grundrechten auch in Österreich. Weil wenn ich die Einstellung die habe, dass ich sage, also wir beschließen das jetzt, ne, so wie du ein paar Beispiele aufgezählt hast, und nachher sagt der Verfassungsgerichtshof, nein, das geht nicht. Und das haben die einkalkuliert. Die machen das, die zwingen dich zu einer bestimmten Verhaltensweise. Und wenn es nachher dann der Verfassungsgerichtshof aufhebt, ist ja wurscht, aber wir haben schon gemacht. Ja. Woran sie aber jetzt scheitern, ist nicht so sehr am Verfassungsgerichtshof, weil sie sich auch übernehmen. Denn wenn ich sozusagen Massentests mache, 8 Millionen Tests müsste ich faktisch innerhalb von 2 Tagen machen, damit das überhaupt halbwegs eine Relevanz hat. Dazu sind sie also täuschend nicht imstande. Aber sie erwecken den Eindruck, als ob. Und wenn ich jetzt als nächstes sagt, jetzt führen wir einmal die Pflicht zu den Tests ein, dann machen wir die Impfpflicht und dann müssen alle, die Wirten, die Tankwarte, die Intendanten in den Theater- und Kulturbereich, müssen sozusagen eine Hilfspolizei sein. Die kriegen alle einen Stern. Kontrolleure. Hilfspolizei. Also quasi wie es früher so war, der Blockwart. Ja? Also die kriegen da einfach einen Stern, ja? Und mit dem Stern weiß man, hallo, der kann mich jetzt kontrollieren. Das geht ja alles nicht. Es geht ja nicht einmal das Bundesheer darf das in Wahrheit. Ja? Also das ist in der Tat, das ist ja korrekt, eine Aufgabe der Polizei. Nur was soll die arme Polizei noch alles machen? Das ist doch unfassbar. Also ich frage mich schon, was die Polizeigewerkschaft da jetzt dazu sagen, zu welchen Tätigkeiten die alle noch herbeigezogen werden. Wir haben so eine super Polizei. Aber dass die jetzt so quasi Ärzte sind und Portiere und Gastro-Kontrolleure. Ja. Na, was sollen die noch alles machen? Ja. Ich meine, es ist doch unglaublich. Und das sagt so richtig, die haben keine Vorstellung von der Wirklichkeit und von der Umsetzbarkeit. Ja, die Verfassungsgeschichte ist ja noch
egal, weil das kann ja nachher aufhören oder nicht, dann ist er vorbei. Und das andere kann ihnen nicht egal sein, weil jetzt müssen sie es liefern. Und das können sie nicht. Und diese Politik verstehe ich einfach nicht, die da gemacht wird. Jetzt war dieses Jahr auch das erste Jahr für Türkis-Grün. Gestartet ist das mit einem Honeymoon, das Beste aus beiden Welten. Dann kam Corona. Da war alles natürlich auf Corona gepolt. Aber jetzt in den letzten Wochen merkt man doch, da kommt immer mehr Sand ins Getriebe und die Stimmung wird hinter den Kulissen immer schlechter. Alle möglichen Streitthemen, die aufkommen. Zuletzt geht es jetzt wieder um die Flüchtlinge aus Lesbos. Wie läuft denn diese Koalition Ihrer Meinung nach? Naja, überraschend schnell kommt es daher. Ich meine, dass sie eine Koalition über Jahre irgendwann einmal abnutzt, Abnutzungserscheinungen bekommt und je nach Umfragedaten die eine Partei mehr oder weniger hat und dann der Hafer sticht und gestritten wird, ist eigentlich normal. Aber dass das innerhalb eines Jahres, wir haben ja nicht einmal nur ein Jahr Koalition, das ist erst im Jänner, das heißt, innerhalb eines Jahres so starke Abnutzungserscheinungen zutage treten, das ist schon bemerkenswert. Noch dazu, jetzt kann man zwar sagen, ja, die Krise, es war furchtbar und das Ganze hat Corona bestimmt, aber seien wir uns ehrlich, die Regierung musste das ganze Jahr nicht Politik machen im ursprünglichen Sinne. Also ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ein einziges Vorhaben aus dem Regierungsübereinkommen, ein größeres Vorhaben umgesetzt worden ist, ist mir nicht bekannt. Das sind alles Ankündigungen, es wird Politik einfach nicht mehr gemacht. In diesem Jahr gab es keine Innenpolitik, wenn man dann ständig über Corona diskutiert hat und überlegt hat, wie man die Menschen noch mehr drangsaliert und wer eigentlich sich in einen Lizitationswettbewerb hinaufbegibt, wer die besseren Antworten hat, um die Menschen einzuschränken. Also es ist völlig absurd. Und das ist halt gerade bei einer Partei wie die Grünen, die das ja von ihrer Genetik her immer anders dargestellt haben. Seit es die Grünen gibt, haben sie sich verstanden als eine Bürgerbewegung, die entstanden ist aus Bürgerrechtsbewegungen, aus irgendwelchen Initiativen, Volksbegehren. Du hast immer stark am Volke und immer genau gewusst, was dort passiert und gegen jeglichen Zwang. Und heute sind sie eine Systempartei ohne jegliche, auch hier ohne jegliche Empathie, nicht einmal für die eigenen Wähler, die sich alle am Kopf greifen und fragen, wie kann so eine grüne Partei eigentlich alles abnicken, was da von der ÖVP, die natürlich da anders gepolt ist, kommt. Also das ist sehr interessant und dann ist sie auch personell, wie man jetzt sieht, nicht sonderlich gut aufgestellt, weil nochmal in allen Ehren, auch heute muss er genannt werden, der Herr Anschober, von vielen Angstschober genannt, ist ein lieber, braver, biederer Lehrer. Aber der kann doch nicht Gesundheitsminister ohne Ahnung in so einer schweren Krise sein. Und das hat man jetzt auch gemerkt. Er ist an dieser Aufgabe in Wahrheit gescheitert. Und er selber weiß es noch nicht. Er kämpft da noch immer einen heroischen Kampf gegen die Windmühlen. Ja, ein bisschen kommt mir das eh vor wie in diesem berühmten Stück. Also, um es an den Punkt zu bringen, das wird auch nicht zu Ende gehen. Es beginnt jetzt mit dem nächsten Jahr ein anderer Wettbewerb, nämlich der Wettbewerb, in dem wir in diesem Jahr viele negative Botschaften gehabt haben, beginnt das nächste Jahr und wird sich fortsetzen. Das wird der Wettbewerb um die positive Botschaft. Du hast das angeschnitten. Wer ist verantwortlich für die Impfung, wenn sie funktioniert? Wie viele Menschen werden damit geschützt sein? Es wird ja jetzt schon die Rhetorik von Kurz schon vorab bewegt, indem er sagt, das ist der Anfang vom Sieg über die Pandemie jetzt. Das sagt noch keiner auf der ganzen Welt, weil alle sehr vorsichtig sind. Und alle meinen, na, das kann uns möglicherweise auch noch das ganze nächste Jahr begleiten. So genau weiß man das nicht. Kurz schlägt da schon Pfosten ein und sagt so, ich hole mir diese Positivkommunikation einmal her, die Grünen einmal gar nichts. Und das ist schon ganz interessant, das zu beobachten. Und daher wird dieses Knistern im Gebälk, das wird weitergehen und eventuell sogar zu einer handfesten und evidenten Regierungskrise führen. Auch Israel wählt jetzt unmittelbar in der Pandemie. Gut, die wählen jedes halbe Jahr. Ja, aber nicht, wenn man sagt, man darf in einer Pandemie nicht wählen, die machen es auch. Also, da sollen sie die Suppe selber auslöffeln. Ja. Nein, nichts. Also jetzt erst einmal überall eine nicht verdauliche, nicht schmeckende Suppe zusammenbrauen und dann sagen, jetzt putze ich mir und jetzt sollen die anderen das auslöffeln. Nein, die sollen die Suppe selbst auslöffeln. Da, in der Meinung bin ich wirklich. Der zweite Punkt ist, was mich so verwundert ist, dass die Neos momentan die Grünen überholen. Und zwar auf allen Ebenen. Es ist das Programm der Wiener SPÖ, Ludwig und Wiederkehr ist jetzt grüner, als die Grünen jemals sind, aber in einem vernünftigen Sinn. Ja, Klimawandel bekämpfen, nicht Autofahrer quälen, aber trotzdem Vorrat Wege machen. Also das ist einmal Punkt 1. Und Punkt 2 ist die Transparenz. Da rennen, was würden die Grünen alles aufführen, wenn es 20, 30, 40 Milliarden
Steuergelder und noch mehr, 60 Milliarden, da weiß ich nicht wie viel, ohne parlamentarische Kontrolle, ausgegliedert, sodass dann wirklich nur Kurz, Blümel und Co. entscheiden, wer kriegt es und wer kriegt es nicht. Ja. Und die sitzen da so drin und sagen, ja, dann sprechen sie. Bei den EOS war das nicht reingegangen. Ja? Und bei uns sowieso nicht. Weil erstens einmal schaut man, dass das einmal auch Arbeitnehmer, Arbeitgeber gemeinsam für diesen Aufschwung die Unterstützung kriegen, was teilweise gelungen ist, muss man auch sagen, mit der mit dem Kurzarbeitsmodell und so weiter. Aber trotzdem, das ist jedenfalls etwas, und da sitzen die Grünen dort, die haben die Machterhaltungslogik sehr rasch gelernt, muss man echt sagen. Ja? Die Sigi Maurer ist ein Paradebeispiel, wie sie immer mit sanften Formulierungen letztlich erklärt, warum sie nicht anders konnten. Am besten ist es bei Moria gewesen, wo sie sagen, wir kämpfen dafür, wir kämpfen dafür. Und dann war jetzt eine Abstimmung im Parlament, wo sie gemeinsam mit der türkischen ÖVP gegen, dass man da 100 Flüchtlinge oder was weiß ich wie viel nach Österreich. Meine persönliche Meinung ist, da waren die Türkisen auch falsch beraten. Ja. Was ist da so schlimm dran? Ja. Wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt mehrere Familien mit Kindern und möchte, also wenn die krank sind und die dürfen nicht auseinander dividiert werden mit den Eltern, die nehme ich nach Österreich. Was ist da so schlimm dran? Ja. Na, die machen Folgendes, die muss man sich vorstellen, mit ihren christlichen Wurzeln, dass der Kardinal und der Dompfarrer Toni Faber, den er nicht endlich die Leviten liest, ich hätte die gar nicht im Beichtstuhl reinlassen. Ja. Weil die kommen ja gar nicht mehr raus, dann, wenn die da drinnen sind und diese ganzen Polizünden zu beichten haben. Ja. Aber ich verstehe das nicht, warum hier diese Hartnäckigkeit und ein Kindergarten in der Schlammwüste von Moria hinstellen und sagen, so, und jetzt können wir den Weihnachtsabend verbringen mit gutem Gewissen, das ist so schäbig. Ja. Also da bin ich gänzlich anderer Auffassung und ich finde, da haben sie sich echt, da haben sie sich, da haben sie echt also einen Weg gewählt, auch hier die Neos einen anderen Weg. Ja. Also nicht, dass ich da jetzt, ich habe meine kritischen Anmerkungen zu den Neos, ja, nicht wenige, aber es ist interessant, dass die da jetzt doch die Grünen den Rang ablaufen, das muss ich schon sagen. Machen wir ganz kurze Pause und dann wird es spannend. Dann sprechen wir nämlich über die Personen des Jahres 2020. Beide Herren werden nennen, wer für sie die Persönlichkeiten dieses Jahres waren, im positiven wie auch im negativen Sinne. Also unbedingt dranbleiben, gleich sind wir zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner Live, die letzte Sendung mit Peter Westenthaler und Josef Czapp in diesem Jahr, die vorweihnachtliche Sendung, und wir sehen das Ganze auch ein bisschen als Rückblick auf das Jahr 2020, und jetzt küren wir, oder die beiden Herren, die Personen des Jahres 2020, einmal zuerst im positiven Sinne. Wer waren denn die positiven Persönlichkeiten dieses Jahres? Also an erster Stelle steht für mich der Dominik Thiem. Eindeutig, denn der hat etwas geleistet in diesem sehr schwierigen Jahr, Corona ja auch für Sportler und Tennisspieler vor allem, dass er einer der größten Turniere überhaupt, US Open, gewonnen hat und auch sonst eine tolle Saison, ein tolles Jahr hatte, und daher ist für mich das der Österreicher des Jahres. Dann kommt an zweiter Stelle schon der Christoph Wenisch, der gestern ja bei euch war, Professor Christoph Wenisch, der gezeigt hat, dass man mit Sachkompetenz und Unaufgeregtheit diese ganze Krise auch kommentieren, moderieren kann und mit einer enormen Lockerheit es auch geschafft hat, selbst in den schwierigsten Zeiten, die er natürlich auf seiner Station im KfJ-Krankenhaus, einer der ersten und größten Covid-Stationen hatte, der trotzdem auch nicht den Lebensmut verloren hat und daher völlig zu Recht auch von euch ausgezeichnet worden ist. Und der ja noch dazu gesagt hat, es war nicht einmal sein schwerstes Jahr heuer. Ja, unglaublich. Also, schwieriger war für ihn irgendwann einmal, wo er mal Station gekämpft hat. Wo zwischenmenschliche Krisen, die vor Jahren waren, eigentlich ihm viel mehr zugesetzt haben, wie der Kampf gegen die Pandemie, weil das sein Beruf ist und seine Leidenschaft. Ein ganz toller Charakter, und ich hoffe, dass wir den auch am Ende der Pandemie noch oft sehen werden, weil der einfach fantastisch ist. Und im Politischen gibt es in diesem Jahr einen einzigen Sieg, und das ist natürlich der Wiener Bürgermeister Ludwig, der das auch, muss man sagen, Chapeau, Hut ab, der nicht nur eine hervorragende Wahl geschlagen hat, ein tolles Ergebnis bekommen hat, sondern der, und jetzt bin ich wieder bei der Empathie, eben mit viel Empathie und mit viel, viel Gefühl, die Stadt Wien hier durch eine Krise gelenkt hat, die zum Teil durch eine Bundesregierung noch verstärkt worden ist und der aber da sozusagen der Fels in der Brandung auch war. Das heißt, auch der, und ein letzter Name,
damit wir jemanden noch aus der Kunst- und Kulturszene haben, Nina Broll ist für mich die Gewinnerin in der ganzen Kunst- und Kulturszene, weil die die Einzige ist, die sich getraut hat, den Mund aufzumachen. Und da bin ich auch ziemlich enttäuscht von dieser ganzen Clique, die es da gibt. Da sagt niemand was, da ist plötzlich die Freiheit abgeschafft, da wird die persönliche Freiheit minimiert, da wird eingegriffen in Grundrechte. Und diese ganze Künstler- und Kulturszene war eigentlich relativ ruhig. Aber eine hat es nicht gemacht und mehrfach in dem Jahr öfters mit Liedern, mit Texten, mit Interviews darauf hingewiesen, dass das, was diese Regierung da veranstaltet, eigentlich auch jeden Künstler und jeden Kulturschaffenden widersprechen müsste und sollte. Und daher Chapeau auch an dieser Stelle an Nina Broll. Herr Chapp, wer waren Ihre Personen des Jahres 2020? Ich habe jetzt immer entschieden, dass ich eine Anonymität wahre und sage, also der erste ist für mich der anonyme Pfleger und Arzt in den Spitälern, der gegen den Coronavirus kämpft. Das wäre jetzt unfair, einen herauszuheben, wenn das so viele gemacht haben, die also wirklich mit totalem Einsatz gekämpft haben. Und ich glaube, die muss man hervorheben und daher ist das für mich. Am zweiten Platz, auch wieder anonym, ja, das ist halt einmal so, der Arbeitslose, der Kurzarbeiter, und seine Firma, der Unternehmer, der hier kämpft. Und die kämpfen wirklich. Und die hatten auch zu kämpfen mit einer Regierung, die viel zu spät, nicht zielorientiert, mit viel zu Bürokratie, da zu wenig Unterstützung gegeben haben. Und auch was die Arbeitslosenunterstützung betrifft, hätte das höher sein können, etc. etc. Also ich finde, die zwei verdienen, dass man diese Gruppen, sage ich jetzt, ich könnte jetzt stellvertretend Namen nennen, aber das wäre jetzt unfair, weil die wirklich hier kämpfen. Und vor allem am dritten Platz die Frauen. Die Frauen, die die Verlierer dieser Corona-Pandemie sind und wo viele hier wirklich sich zur Wehr gesetzt haben und aufgeben. Im politischen Bereich ist für mich der Wiener Bürgermeister, der Michael Ludwig. Das müsst ihr einmal machen. Ja. Also ich finde, das ist toll, dieses Lebens- und Gesellschaftsmodell in Wien und wo sie Wien wirklich abhebt und ein wirkliches Modell ist, wo die Menschen gerade auch in diesen Krisenzeiten hier sich geschützt, umsorgt fühlen und wo auch diese Empathie da ist, die so wichtig ist, wenn man weiß, er kommt von uns und er weiß, wie es uns geht und er weiß, was es zu tun ist für uns. Das denken viele da in Wien und daher, glaube ich, ist das eine ganz besondere Hommage, die man da einfach machen muss und das würde ich also im politischen Sinn da besonders hervorheben. Ansonsten hilft alles nichts. Ich muss einen Nicht-Österreicher erwähnen, weil ich so froh bin, dass der Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Das wird weltpolitisch das Klima ändern. Ja, er wird zwar ein harter Vertreter amerikanischer Interessen sein, auch gegenüber der Europäischen Union, auch gegenüber von mir aus China. Aber ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt diesen Verrückten nicht mehr dort sitzen haben, wo du nicht weißt, was im nächsten Moment alles erfolgt. Das war ja auch ein Highlight, oder? Weil Sie beide haben die Wahl durchmoderiert. Kann ich mich erinnern, ich bin in der Früh reingekommen und Sie waren ziemlich fertig, weil da hat ja alles danach ausgeschaut, dass der Trump gewinnen wird und dann hat sich das nochmal komplett gedreht. Ja, dann habe ich den Eindruck gehabt, der Biden ist ein Prophet. Der ist ausgegangen, mitten in der Nacht, wo alle geglaubt haben, der Trump hat gewonnen und sagt, halte durch, wir sind auf dem richtigen Weg und ist wirklich auf dem richtigen Weg und gewinnt das wirklich. Also ich finde, das war ganz, ganz, ganz toll und daher finde ich das für mich ebenfalls, was das Politische betrifft, hier ein besonderer Bereich, den ich da anerkennen möchte. Schauen wir uns auch die negativen Personen des Jahres an. Wer war denn der Flop des Jahres 2020? Also da gibt es für mich nur einen Namen und das ist nicht nur der Flop, sondern für mich persönlich auch eine enorm große Enttäuschung und das ist einfach der Bundeskanzler Kurz, den ich hier an diesem Tisch 1,5 Jahre aus vollster Überzeugung immer verteidigt habe und auch wirklich der Meinung war, da ist jetzt endlich ein junger Bursch, der nimmt die Beine in die Hand und versucht, dieses Land tatsächlich nach vorne zu bringen. Er hat wirklich stark begonnen mit viel Engagement, nur man muss heute am Ende dieses Jahres sagen, diese Krise war ihm zu hoch. Ja, er konnte es nicht. Wenn wir uns erinnern, ich glaube, ich kenne keinen einzigen Regierungschef, der in einem Jahr so viele Fehlprognosen, so viele Fehler auch an sich gemacht hat. Wir erinnern uns im Frühjahr, ich sage es noch einmal, 100.000 Tote und. Die Angst- und Panikmache. Wir erinnern uns auch jetzt, wo er tatsächlich das befürwortet, dass Menschen sich freitesten müssen. Wo sind wir denn? Dass Menschen gezwungen werden, zu Hause zu bleiben, die völlig gesund sind. Also diese ganze Geschichte und dann die Lockdowns auf zu, keine Linie, keine konkrete. Das ist schon etwas, was mich ein bisschen
betrüblich stimmt und wo ich halt der Meinung bin, der wurde überschätzt. Der Bursche wurde überschätzt. Man sieht es auch in den Umfragen, je länger das Jahr gedauert hat, desto mehr ist er abgestürzt. In den Persönlichkeitswerten minus 18, in den Parteiwerten zwischen minus 6 und 7. Also da hat sich auch schon etwas bewegt. Und da bin ich jetzt wieder beim Thema, das über alles schwebt. Das ist die Empathie. Ich kann mich nicht hinstellen und kann mit einer Eiseskälte den Menschen Sanktionen verordnen und nicht in einem zweiten Satz oder dritten Satz auch mein Verständnis zum Ausdruck bringen, und zwar nicht mit einstudierten Sätzen, sondern mit wirklicher Empathie, dass dieses Leiden, was damit verursacht wird, auch ein Ende einmal findet. Und dass man alles daran setzt, dieses Leiden auch zu beenden. Und da kommt an zweiter Stelle, wenn wir schon reden, gleich der Nächste, das ist der Herr Blümel, der in diesem Jahr ja überhaupt den Vogel abgeschossen hat. Erinnern wir uns ins Frühjahr. Der hat einmal alles versprochen, koste es, was es wolle. Und dann hat es dauert Monate, bis die Menschen ihr Geld bekommen haben. Noch heute treffe ich Menschen, die Hilfsgelder aus dem Frühjahr noch nicht bekommen haben. Nach wie vor. Es ist wirklich unfassbar. Naja, und dann sie in einen Untersuchungsausschuss zu setzen und 86 Mal zu sagen, ich kann mich nicht erinnern, nicht an meinen eigenen Laptop. Das geht nicht. Das kann ich als Minister einer Regierung, schon gar nicht als Finanzminister. Dann hat er noch gehabt dieses Drama mit den fehlenden Nullen im Budget, erinnern wir uns, wo plötzlich das Budget ungültig war. Also das war ja wirklich einen völlig lustlosen Wiener Wahlkampf, der hat überhaupt nicht interessiert. Also das ist schon auch ein Zeichen, wo man sagt, da ist ein bisschen Überheblichkeit drinnen. Und deswegen ist der politisch, wenn man jetzt von den Politikern ausgeht, auch zu nennen, selbstverständlich. Dieses Duo hat in dem Land schon einiges jetzt an Schaden auch angerichtet. Und man kann auch hoffen, dass das im nächsten Jahr besser wird. Aber Herr Wessner, jetzt überraschen Sie mich, weil ich hätte eigentlich fix damit gerechnet, dass Sie zumindest drei Personen aufzählen, wenn Sie sich mit Modi anschauen, aber den, da haben Sie ja wöchentlich den Rücktritt gefordert. Ja, aber das eben. Wöchentlich den... Okay, gehen wir an dritte Stelle, aber das ist eh schon klar. Also die Frage übrigens sich bei mir ja schon. Weil der steht ja, oder zumindest was die Rücktrittsliste anbelangt, an oberster Stelle und hat auch mit seinem Verordnungschaos ja gezeigt, bis zum letzten Tag des Jahres, bis gestern, wo er nicht einmal noch weiß, wie das mit den Freitesten funktionieren soll. Also das ist natürlich eine einzige Tragödie, die sich da abgespielt hat, und man kann nur hoffen, dass das alles besser wird. Und ich knüpfe das gleich einmal an, dass die Opposition hält. Weil das war auch nicht alles Eitelwonne in den vergangenen Jahren. Und da meine alle Oppositionsparteien, ja, die eine riesen Chance gehabt hätten, zu sagen, wir hängen uns ein und sagen, wie es besser geht. Jetzt, gegen Jahresende, Chapeau, hat sich die FPÖ ziemlich erfangen und hat eigentlich die Führungsrolle in der Opposition übernommen, weil es die Sozialdemokraten aus mir völlig unverständlicher Rolle plötzlich nicht mehr juckt, Oppositions zu sein, sondern am Schoß des Herrn Kurz sitzt, die Frau Rendi Wagner, und dort alles abnickt, was kommt. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben jetzt im Parlament die letzten Tage dem ganzen Lockdown-Wahnsinn zugestimmt. Während NEOS und FPÖ da wirklich dagegen gekämpft haben, dass die Leute wieder eingesperrt werden, sagt die Sozialdemokratie, nur wir sind da dabei. Und wir sind dabei beim Impfwahnsinn. Gott sei Dank gibt es ja einen Doskozell, der Chapeau, Gruß ins Burgenland, der einmal gesagt hat, es sind die Grundfragen der Impfung noch gar nicht erklärt und schon wollen wir die Leute impfen lassen. Super, finde ich gut, Doskozell, Chapeau, macht es gut. Aber was es damit zeigt, ist, dass offenbar in der Sozialdemokratie auf Bundesebene entweder ist man da schon auf Kuschelkurs, weil es vielleicht einen fliegenden Wechsel geben könnte, who knows. Aber dass das so dramatisch sich im Sommer verändert hat, von einer Opposition plötzlich zu einem Kurzhuldigungsverein ist ja diese SPÖ geworden mittlerweile. Da gibt es ja keinen Widerspruch mehr, gibt es ja nur mehr Nicken. Abgesehen jetzt einmal vom Bürgermeister Ludwig in Wien, der das Gott sei Dank auch noch macht, und der Doskozil in Burgenland. Also das ist eine traurige Veranstaltung, die Bundes-SPÖ. Und da muss ich sagen, die waren schon an vierter Stelle bei den Leuten, die in dem Jahr eigentlich da ein bisschen versagt haben. Bevor wir zu Ihren Flops kommen, vielleicht wollen Sie was dazu sagen, nehme ich an, oder? Ich hätte nicht zugestimmt. Also ich sehe das anders. Ja. Ich hätte einfach nicht zugestimmt, weil ich finde die Art und Weise im letzten Moment, die Abänderungsanträge, die Gesetze, die Formalfehler. Und dann bin ich gegenüber Lockdowns, vor allem gegenüber dem dritten Lockdown, grundsätzlich anderer Meinung. Ich sehe die Auswirkungen auf das Leben der Menschen, ihr wichtigstes Fest, die Wirtschaft. Ich sehe nicht, wo da der Mehrwert liegt im Kampf gegen die hohen Zahlen, die nach wie vor hoch sind. Aber ich bin für Maßnahmen natürlich, und ich bin wahrscheinlich im Unterschied zu dir eher offener, was das Impfen betrifft. Ja, weil ich glaube, das ist
ist eine tolle Leistung, dass man mal diesen Impfstoff gefunden hat. Ich hoffe auch, dass es einmal ein Medikament gibt, das Mali hat. Einmal zack, fangt die Tabletten mit dem Mund auf und die Sache ist erledigt. Also das ist mir sowieso lieber. Aber da habe ich einfach eine andere Meinung. Aber das habe ich schon einmal gesagt. Die Randy Wagner sieht das als Ärztin. Ja? Und als Ärztin geht sie diesen Weg, ja, und ich respektiere das und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. Ich muss auch sagen, der Herbert Kickl, ich habe mir diese Rede angehört gestern, der war diesmal übertrieben. Ja, also das finde ich, da tut er sich selbst nichts Gutes, wenn er dann die Möglichkeit bietet, dass dann der Kurz sagt, naja, keine Masken tragen ist aber kein Zeichen von Männlichkeit. Ja, wird der plötzlich zum selbsternannten Feministen da vorne auf der Regierungsbank. Also das ist etwas, was die Gelegenheit hätte ihm nicht gegeben. Aber ich mische mich da nicht ein. Die sollen sich jetzt da ihre Sachen ausstreiten im Parlament. Ich sitze da nicht mehr drin. Aber da habe ich schon Anmerkungen. Das, was ich am Anschober mag, ist, dass der richtig beratungsresistent ist. Der kommt immer noch mit den unlesbaren kleinen Tabellen. Gnadenlos. Das ist ein, ja, der ist gnadenlos. Der stellt sich hin. Als Lehrer müsste das nämlich irgendwann einmal wissen. Wenn ich eine Tabelle nicht lesen kann, ist sie sinnlos. Dann ist die Tabelle, kann nur er lesen vorhin. Er kann, was da oben steht, dann halt das wieder hin. Die Kameras, die sind schon fast an ihrem vorbei, so nah sind die. Es hilft nichts. Man kann sie nicht lesen. Also ich finde, diese Widerstandsfähigkeit gegenüber einem Berater, der sagt, erst mach größere Tabellen. Schon wieder Respekt. Nein, das hat schon wieder was. Ja, da finde ich, das ist putzig. Das macht er nicht. Anschober ist Anschober. Der hat eine ganz eigene Philosophie, wie ich Kommunikation nicht gestalte. Ja, ist in Ordnung, soll er weitermachen. Schnell, ja, ganz schnell die Flops. Also ich finde, der absolute Flop ist deswegen bei mir, weiß nicht, wir waren bei dir der Erste jetzt gerade vorhin, bei mir ist der Blümel der Erste. Der Blümel deswegen, weil ich den was hätten die mit uns alles aufgeführt? Wenn wir den Finanzminister gehabt hätten und mit Steuergeldern so umgegangen wären, so leger, so locker, Flottwelt, glaube ich, heißt der eine da. Ja? Und haut da mit den Geldern um und lässt das nicht einmal kontrollieren vom Parlament. Das müsst ihr da mal vorstellen. Koste es, was es wolle, wenn das so ein Sozialdemokrat sagt, ist er gekreuzigt. Ja? Und zwar bis ans Ende seiner Tage. Und der tut da mal um. Also das finde ich, verdient den ersten. Das ist ein typischer Flop und die brauchen über Steuergelder und Umgang mit Steuergeldern keinen Vortrag mehr halten. Und zwar am besten nirgends, nicht einmal in der ÖVP-Akademie. Das Zweite, muss ich sagen, ist kurz, aber knapp gefolgt vom Nehammer. Die haben ein autoritäres Vorstellungsbild der österreichischen Gesellschaft. So, bist du nicht willig, dann brauche ich den Nehammer. Ja, das ist ungefähr, das ist ungefähr ein Wortspiel, das einen wahren Kern hat. Weil das ist das, was der sagt im Hintergrund. Ja, der Österreicher hat eine über Jahrhunderte von den Habsburgern mitentwickelte Untertanermentalität, die werden wir uns jetzt zum Nutze kommen lassen. Und daher Hausarrest. Und daher zack, zack, zack. Und das geht schon. Und der es dann auf den Punkt bringt, das macht der Kurz nicht. Der Kurz tut noch immer so ein bisschen rumtänzeln in der Formulierung, ja. Aber der Nehammer, der ist der Nehammer. Ja, der sagt, was wiegt's, das hat's, zack. Ja, und kommt dann mit einer Formulierung, die halt er in seinem Verständnis als Innenminister und ÖVP-Politiker halt hat. Und diese Gesellschaft, die will ich nicht. Ich will auch eine Pandemie überwinden unter Wahrung unserer Grundrechte, unserer Demokratie, unserer Würde. Ich will eine Pandemie überwinden, wo die soziale Anerkennung, der Respekt, dass die soziale Gerechtigkeit eine Rolle spielt und da, wo die Wirtschaft auch nicht mutwillig zerstört wird und Chancen auf einen Aufschwung hat. Und das aber alles ohne einer autoritären Gesellschaftsstruktur, die so ein bisschen so andeuten. Ja, so, pass auf, gib her, so gerade, dass die nicht sagen, also dann treffen wir uns alle vor dem Innenministerium, Hände raus und Rohrstadl, zack, 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 weil du hast wieder irgendeine Vorschrift in der Verordnung, die keiner lesen kann, die keiner versteht, wo die Juristen nur mit den Kopf schütteln, ja, aber trotzdem. Ja, es wird umgesetzt. Und das ist das, was ich nicht will. Und daher sind das meine drei, die ich da genannt habe. Und sie verdienen diese drei Plätze. Abschließend würde ich sagen, schauen wir noch aufs Jahr 2021. Wird das ein positiveres Jahr? Sie haben vorher schon gesagt, Sie glauben dem Kanzler nicht so ganz. Mit seiner Prognose im Sommer ist wieder normales Leben angesagt. Sie sehen das ein bisschen pessimistischer? Naja, also noch schlimmer als das Annus Horribilis, was wir da jetzt gehabt haben, 2021.
das ist ja kaum möglich. Also da weiß ich nicht, was da noch der Komet könnte noch kommen oder irgend sowas. Wobei, aber 2019 haben wir auch nicht mit dem gerechnet. Ja, man soll nie sagen. Das habe ich auch gelernt. Man soll auch nie sagen, dass man schon alles erlebt hat. Es kommt immer wieder was Neues. Aber grundsätzlich, um jetzt auch die Menschen, die jetzt gerade ihre Christbäume schmücken und nicht gar so traurig sein sollen über das morgige Weihnachtsfest im kleinen Kreis, dass sie ein bisschen auch wieder Mut bekommen und dass da ein bisschen was weitergeht und sie sagen, es wird, natürlich wird das besser werden. Es wird nicht so schnell besser werden, wie uns der Herr Bundeskanzler das wieder mal prognostiziert. Ich glaube nicht, dass das so rasch geht. Schon allein deshalb, weil wir eben nicht wissen, wie das mit dem Impfen weitergeht. Übrigens habe ich gestern erfahren, auch eine spannende Information, dass der Founder, der Gründer und Entwickler des Impfstoff BioNTech sich selbst noch nicht impfen hat lassen und seine Frau auch nicht. Hochinteressant. Warum eigentlich? Da hat es gestern ein Interview gegeben im deutschen Fernsehen, wo man ihm gefragt hat, das ist der Herr Ügür Şahin, heißt er, der das entwickelt hat und im Moment den Menschen diese Impfung erklärt oder sagen wir mal so, diese Impfung nicht erklärt, weil bis heute sind ja die wesentlichsten Fragen, Zitat Doskozil, alle offen. Nämlich, wofür oder wogegen wirkt das Ding? Bin ich nur infektiös? Wie schaut es mit den Langzeitnebenwirkungen aus? Also es gibt schon einige Punkte, die noch nicht geklärt sind. Und gestern hat man ihm gefragt im Fernsehen, warum haben Sie sich eigentlich persönlich nicht geimpft, wenn Sie den Impfstoff erfunden haben? Und er hat gesagt, naja, sofort abgewichen und hat gesagt, er hat die Grundlage, Zitat, er hat die Grundlage noch nicht dafür, dass er sich impfen lässt. Das wurde leider nicht nachgefragt. Das steht so im Raum. Was heißt das? Der Erfinder der Impfung hat die Grundlage noch nicht dafür, dass er sich impfen lässt. Spannend. Also ich bin wirklich, war wirklich überrascht, dass der sich nicht impfen lässt. Es ist so ähnlich, wie wenn du heute in ein Wirtshaus gehst, isst dort was und fragst, ob der Wirt das eigene Essen nicht isst. Und dann fragst du nach, warum. Und er sagt, ich habe die Grundlage noch nicht für das Essen. Aber isst das einmal, schauen wir das einmal an. Also hochspannend, hochinteressant. Da wird noch viel diskutiert werden. Aber nochmal, ich bin da positiv und ich hoffe, dass gleich am Jahresbeginn es zu einem wirklichen Aufstehen der drei Oppositionsparteien kommt, denn die haben das in der Hand, das Werkzeug, dass sie, nämlich Sozialdemokraten, Freiheitliche und Neos, die Mehrheit im Bundesrat haben, können das Gesetz der Regierung zur gesetzwidrigen Freitestung der Menschen, die dann eingesperrt werden, wenn sie sich nicht freitesten lassen, verhindern. Nämlich 8 Wochen lang verhindern. Und da bin ich dafür, das sollen sie ausnutzen. Da wird man dann sehen, wer ist wirklich Opposition in dem Land. Denn die drei haben die Möglichkeit, diesen Plan, diesen furchtbaren Plan, den der Kurz und der Angstschober da haben, nämlich ab 18. Jänner, dass sie die Menschen zwangsweise testen lassen müssen und dann nämlich erst recht wieder nicht hingehen, hat man beim ersten Mal gesehen. Die können das verhindern. Und das hoffe ich, dass das wirklich passiert, weil es kann in diesem Land nicht sein, dass es einen Testzwang und schon gar nicht einen Impfzwang gibt. Da bin ich auch dagegen. Wurde in dem Land auch schon formuliert. Wir wissen es, 2 Landeshauptmänner der ÖVP haben das schon formuliert. Und da werde ich dagegen wehren. Aber ich bin nochmal fürs nächste Jahr trotzdem sehr, sehr optimistisch, dass das besser wird und dass wir einen besseren Sommer haben werden als im Vorjahr. 2021? Ich kann nur empfehlen, es sollen alle ihre Weihnachtsfeiern so feiern, wie sie es immer gefeiert haben. Ja? Und halt nicht so, man kann ja trotzdem berücksichtigen, eine gewisse Distanz und von mir aus hin und wieder, wenn man wohin geht, eine Maske ist da eh klar. Ja? Aber sie sollen sich da nicht das Weihnachtsfest zerstören lassen. Sie sollen es feiern, wie sie es immer gefeiert haben. Und es ist ein Familienfest und es ist ein Fest der Empathie und der Gefühle und so weiter. Und niemand soll da einsam sein. Und ich sehe das sozusagen anders. Ja. Beim Freitesten, das wird erst kommen, ja, ob das so weit kommt. Ja. Das werden wir mal sehen. Und da glaube ich schon, dass es dann im Bundesrat die Möglichkeit gibt, das zu stoppen. Ja. Und da ist sicher in der Sozialdemokratie niemand, der diese Zwangstestung und diesen Hausarrest da befürwortet. Also da glaube ich, wird es einen großen Widerstand geben. Das ist auch eine Nagelprobe für die Grünen übrigens, die immer für so eine Art von anderer Gesellschaft sind, wenn die da auch wieder mitmachen. Aber das sollen die selbst dann letztlich entscheiden. Beim Impfen sehe ich das so, es gibt ein paar Dinge, die man vorher beachten muss, bevor man sich impfen lässt. Zum Beispiel, ob man Allergetiker ist oder nicht und welches Ausmaß von Allergie man hat. Vielleicht hat der Entwickler eine Allergie, ja, hat uns das aber nicht mitgeteilt. Also es muss sich das ja jeder anschauen lassen. Ich habe ein bisschen eine Gräserallergie immer gehabt, ja. Also, dadurch war das Rumhupfen im Gras immer schwierig. Aber nicht nur ein Tee, es ist ja mittlerweile, es ist einfach ein gutes Immunsystem auch.
Zeichenwirkung des Immunsystems. Aber das muss man sich anschauen. Also das, glaube ich, da gibt es ein paar so Dinge. Sterben oder nicht sterben ist für mich die Frage ganz einfach. Ja, nicht sterben. Und, ja. Sind die meisten. Und daher, glaube ich, ist das okay, wenn es diese verschiedenen Impfstoffe gibt. Vielleicht einmal später die Medikamente. Und ich bin total optimistisch, was das nächste Jahr betrifft. Ich glaube, das wird also zu einem Aufschwung führen. Ich glaube, das wird wirtschaftlich und sozial sehr, sehr positiv sein. Und ich bin wirklich optimistisch. Und das wird das Verdienst der Menschen sein. Ja? Der Menschen, die das alles durchgemacht haben, erlitten haben, erduldet haben und die dann letztlich mit Optimismus dann wieder an eine neue Zeit herantreten. Und daher jetzt feiern wir Weihnachten und aus und gut Schmück. Ja. Ich glaube, das sollten wir unseren treuen Sehern einmal alles Gute wünschen zu Weihnachten. Wir sind ja wieder gewachsen mit der Quote. Vielen herzlichen Dank. Danke. Und eins sollten wir vielleicht bei all diesen Jahresdiskussionen einmal berücksichtigen. Und das ist jetzt der Lob an euch. Das muss man jetzt einmal sagen. Es gibt in diesem Land, behauptet jetzt einmal, keinen einzigen anderen Sender, der das möglich macht, was hier möglich ist. Nämlich, dass man hier frei diskutieren kann, seine Meinung sagen kann, ob pro oder gegen die Regierung, ist völlig egal. Ja? Aber dass man hier seine freie Meinung und zwar so äußern kann, wie man das selber wünscht und will und dass es da keine Vorgaben gibt, das sollte man auch mal. Viele fragen mich nämlich, gibt es da Vorbesprechungen zu der Diskussion? Wird euch gesagt, nein, überhaupt nicht. Wir reden da, wir beide können das bezeugen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und das, wollen wir im nächsten Jahr, wenn es erwünscht ist, gerne fortsetzen. Und dann wünschen wir auch dem Niki Fellner und auch dem Wolfgang Fellner frohe Weihnachten. Und allen Sehern von OE24. Ich schließe mich dem an. Ich möchte nur hinzufügen, auch wir zwei dann uns nicht vorbesprechen. Ach, das geht gar nicht. Ja. Noch besprechen. ja. Das geht gar nicht. Ich möchte mich auch für die drei der Seherinnen und Seher echt bedanken. Wir werden auch auf der Straße viel angesprochen. Wir machen das gerne. Wir wollen uns da weiterhin einsetzen und das sagen, was wir denken. Im Übrigen auch in Österreich, in der Kaufzeitung. Einmal in der Woche, glaube ich, am Mittwoch und am Donnerstag, wo ich auch Seiten zur Verfügung habe und dort einfach das schreibe, was ich sagen oder schreiben möchte und wo nicht mir einer vorher fragt von einem Medium und sagt, na, was willst du denn schreiben? Na, wie viel willst du denn schreiben? Na, wann willst du das denn schreiben? Da habe ich schon genug. Ja, also ich sage das so offen heraus. Vielen Dank auch an Sie beide. War ein tolles Jahr. Danke für diese vielen spannenden Diskussionen. Ich freue mich auf 2021. Wird es wieder viele Kultdiskussionen geben. An Sie natürlich auch. Frohe Weihnachten. Und jetzt machen wir noch einmal eine letzte Werbepause und dann kommen wir noch einmal zurück und dann reden wir über das Jahr 2021 und auch ein bisschen den Wirtschaftsausblick. Was erwartet sich denn der Wirtschaftskammerpräsident von 2021? Wird unsere Wirtschaft wieder wachsen? Droht uns vielleicht eine Pleitewelle nächstes Jahr? All das gleich nach einer ganz kurzen Pause.